Hallo und herzlich willkommen hier zur Trainingsanalyse von Imola. Doch bevor Ralf Bach, den ich auch heute wieder an meiner Seite habe, und ich das Trainingsgeschehen analysieren, kurzer Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ihr müsst einfach nur den Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben, dann seid ihr mit dabei. Aber jeder hat nur ein Los pro Video. Also am Freitag, Samstag, Sonntag könnt ihr mitmachen zu jeder Analyse, die wir online bringen. Also es gibt drei Videos und jeder darf nur einen Kommentar abgeben. Ja, ihr könnt gewinnen einen Ferrari-Trainingsanzug, bestehend aus einem Shirt, einer Jacke und einer Hose, alles Größe M. Und dazu gibt es noch einen schicken Ferrari-Rucksack. Also perfekt hier zum Rennen in Italien, ein Ferrari-Outfit. So, jetzt legen wir aber los, Ralf. Ja, hallo erstmal. Genau, hallo Ralf, begrüße dich jetzt erstmal. Ja, Stichwort Größe M, heute, also Medium. Die schnellste Runde wurde heute mit einem Medium gesetzt. War sehr überraschend von Valtteri Bottas auf 1 und 2, beide Mercedes. Heute war der Red Bull nicht in Sicht an den vorderen Plätzen. Wie siehst du das? Auf keinen Fall war Perez auf Augenhöhe. Bei Verstappen würde ich das nicht so sehen. Ich glaube, der wird die gleichen Zeiten fahren können wie der Mercedes auch. Aber das hat man im ersten Training schon gesehen. Als es darauf ankam, die Strecke kennenzulernen, war immer Verstappen mit vorne. Augenhöhe mit Mercedes. Also das von Bahrain hat sich da eher fortgesetzt. Was mir aber aufgefallen ist, dass der Mercedes viel besser liegt. Die scheinen ihre Handlingsprobleme gelöst zu haben und das Auto liegt wieder viel ruhiger, wenig Lenkradkorrekturen. Also da scheinen sie was gefunden zu haben, beziehungsweise ein Setup gefunden zu haben, was passt. Aber wir müssen vorsichtig sein. In Imola waren die Asphalttemperaturen extrem niedrig im Vergleich zu Bahrain. Und sowohl die Autos als auch die Reifen sind da sehr empfindlich, wenn es Temperaturänderungen gibt. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal abwarten, wenn wir eine normale Rennstrecke haben mit hohen Temperaturen, wie es dann aussieht. Aber im Moment in Imola, Status Quo, sieht so aus, als wäre Mercedes leicht vorne und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist für Red Bull, diese Handlingsprobleme, die Mercedes hatte, sind wie verschwunden. Ja, Mercedes ist bekannt dafür, seine Probleme, ja, mit diesem Top-Team, das sie haben, auszumerzen, und scheinbar haben sie es jetzt schon, ja, nach 3 Wochen geschafft. Ja gut, wir wissen natürlich aber noch nicht, wie Verstappen performen kann. Also er ist ja nur 10 Minuten im zweiten Training gefahren, dann gab es Probleme. Man hat gesehen, in der Box wurde am Heck rumgeschraubt. Du vermutest, glaube ich, dass es die Antriebswelle ist, oder? Irgendwas im Antriebsbereich. Ich habe gerade mit dem Dr. Marco telefoniert. Sie wissen es noch nicht 100%, aber was sie wissen und was er glaubt ist, dass sie es auf jeden Fall locker bis morgen hinkriegen. Also es ist jetzt nicht ein wahnsinnsgroßer Schaden, der jetzt nicht zu lösen ist. Wir sind auf jeden Fall weiterhin gespannt und morgen sehen wir dann auch, was Verstappen ja, auf dem Asphalt für Rundzeiten brennen kann. Ich meine, Perez war ja schon in Bahrain auch deutlich langsamer als Verstappen. Deswegen sind wir mal gespannt, was da ja, Verstappen morgen ja, auf die Strecke bringen kann. Bevor wir jetzt auf die weiteren Zeiten Verfolger eingehen, gestern hat ja Hamilton vielleicht so ein bisschen den Psychokrieg begonnen. Also wird schon alles, ja, so hochgeschaukelt, sage ich mal. Er hat ja gesagt, die beste Rivalität hatte er mit Vettel. Das war auch seiner Meinung nach die größte Rivalität in der Formel-1-Geschichte. Also hat das aber eher so darauf bezogen, auf seiner sehr eigenen aktiven Zeit, weil das sehr viel von ihm abverlangt hat. 2017, 2018 haben die beiden ja um den WM-Titel gekämpft. War das jetzt schon so eine kleine Stichelei gegen Max Verstappen, da er auch gesagt hat, ja, Verstappen hat nicht den gleichen Hintergrund wie Vettel? Ist das so, ja, er ist nicht viermaliger Weltmeister, das kann gar nicht so dieses epische Duell werden wie gegen Vettel. Siehst du das so als eine Stichelei, ein Psychokrieg-Start? Ja, so ein bisschen schon, wobei er muss wissen, dass sowas an Max total abprallt. Max ist ein Eisberg, wahrscheinlich schmunzelt er drüber, aber gut, historisch gesehen hat Max jetzt noch nicht so die Mittel gehabt, um wirklich auf Augenhöhe mit Lewis zu kämpfen. Also da fehlt Lewis auch der Erfahrungswert, aber der weiß genau, vor wem er Angst haben muss. Und das ist genau der, dem er gesagt hat, du musst ja erst deinen Respekt verdienen. Also das hat er ihm durch die Blume sagen wollen. Aber er hat natürlich, es war natürlich auch eine Riesenspitze gegen Nico Rosberg, das hat er wohl vollkommen verdrängt, das Duell. Und das mit Alonso 2-7 war jetzt auch nicht ohne. Also er hat da schon ein bisschen zwei Sachen aus seinem Gedächtnis gebrannt, die er hätte auch erwähnen dürfen. Glaubst du, dass es auch einfach sein kann, dass er gar nicht richtig über die Frage nachgedacht hat und dachte so, hey, jetzt sitzt gerade Vettel und ich will dem jetzt hier mal, der es gerade eh nicht so einfach hat, ja, sag ich mal, ein Kompliment machen und sagen, dass das mein heftigster Fight war?
Ich glaube, das kam auch noch dazu. Er mag Sebastian und ich glaube, besonders wie seine eigenen Landsleute in den Medien mit Sebastian umgehen, die wirklich hintenrum Politik machen, auch bei Aston Martin ein- und ausgehen und sticheln und lästern, das kriegt auch ein Hamilton mit und das gefällt ihm nicht. Ich glaube, er wollte auch Sepp ein bisschen ein Goodie geben und sagen: Hör mal, mach jetzt dein Ding. Und deshalb hat er ihn auch gelobt, auf diese Weise. Gut, da kommen wir jetzt wieder zum aktuellen Geschehen, zum Training. Ja, die Verfolger sind sehr nah dran, wenn man auf die Zeiten mal schaut. Ferrari vor allem im Long Run sah sehr gut aus. Auch auf einer Runde hatten sie sogar Mercedes geschlagen, aber dann wurde die Zeit ja von Leclerc gestrichen. Der hatte eine 15.3 gesetzt. Die jetzige Bestzeit von Bottas auf Medium aber war eine 15.5. Man kann es heute, muss ich aber sagen, nicht wirklich richtig einschätzen. Es gab zwei Rotphasen. Strecke war extrem grün, sind viel gerutscht. Auf den harten Reifen konnten sie kaum Rundenzeit setzen. Sehr viele Abflüge, Ausflüge generell. Und ich finde, heute hat man auch so ein bisschen gesehen, dass es wirklich eine extrem anspruchsvolle Strecke ist. Und wenn man neben die Strecke fährt, was die Formel-1-Fahrer sich sonst bei den anderen Strecken, wo es viele Auslaufzonen gibt, erlauben können, das können sie sich in Imola halt eben nicht erlauben, weil da halt mal ein Kiesbett ist oder im Rasen. Dann mussten sie teilweise in die Box fahren, das Auto erstmal checken, ob alles in Ordnung ist. Das ist schon übel gewesen heute, oder? Also eine ordentliche Strecke. Ja, das sind aber die Strecken, die eigentlich die Leute sehen wollen. Diese klassischen Strecken, die keine Fehler verzeihen. In dem Sinne, dass halt, ich will es mal sagen, die Nachteile nicht von der Rennleitung bestimmt werden, wenn man ein bisschen von der Strecke abkommt, sondern diese natürlichen Nachteile bestehen, indem man im Kiesbett steht. Das ist eigentlich das, was jeder sehen will. So, dass am grünen Tisch keine Entscheidungen mehr getroffen werden müssen. War der jetzt mit allen vier Rädern zu weit draußen oder nicht? In Imola, außer der einen unsäglichen oder zwei unsäglichen Kurven, wo sie dann noch drüber reden müssen, ist das Problem, wird das Problem von der Natur geregelt, sage ich mal. Ja, also es war gerade in den letzten zwei Kurven einfach richtig schön anzuschauen, wie die wirklich ja den Körb voll mitnehmen und ja genau am Grenzwert, sage ich mal, zum Kiesbett da rübergeräubert sind. Das ist wirklich Motorsport am Limit und da wird ein Fehler sonst halt auch bestraft. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, als Bottas da ins Kiesbett geraucht ist und Verstappen über dann überholen konnte. Das ist wirklich ja einfach schön, dass es da die Kiesbetten noch gibt, auch wenn es nicht in jeder Kurve ist, denn Track Limits sind wieder ein Thema. Kurve 9 sind ja extrem viele Rundenzeiten gestrichen worden, weil da ja viele neben die Strecke gefahren sind, aber mein Gott, dann sollen sie einfach auf der Strecke bleiben und dann gibt es das Problem auch nicht. Nee, man könnte auch sagen, dann fahrt halt alle drüber, was soll's. Und jeder macht es auch wieder gut. Es gibt ja in Imola viele Möglichkeiten, das, wie gesagt, es nicht tun zu machen. Es darf nur nicht so sein, dass am Sonntag wieder jeder verwirrt ist, ja, aber der eine darf es, ich darf es aber nicht, nur weil ich überholt habe. Also wenn, dann muss es schon eine klare Ansage geben und eine einheitliche Regelung. Sonst macht das alles keinen Sinn und dann ist das nur noch Karneval. Ja, das stimmt. Also es ist ganz klar, muss es so sein, dass die Regeln da klarer definiert sind fürs Rennen. Ja, gut, dann sprechen wir jetzt mal über die Verfolger. Wie gesagt, Ferrari und Alfa Tauri waren heute sehr nah dran. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass Mercedes da deutlich noch was im Köcher hat. Also in Bahrain war der Abstand immens von Red Bull und Mercedes zum Rest des Feldes. Wie siehst du das? Also Ferrari, Alfa Tauri waren heute bei den Rundenzeiten auf Augenhöhe mit Mercedes, so muss man das ja schon sagen. Aber du glaubst auch, dass Mercedes blufft, denke ich mal, oder? Nee, blöffen nicht, aber die haben am meisten Sprit im Tank gehabt. Aber ich glaube, Red Bull war jetzt auch nicht viel leerer. Ich denke eher, dass Ferrari, auch weil wir in Italien sind oder weil das Qualifying Imola auch so wichtig ist, weil man halt kaum überholen kann, vielleicht ein bisschen mehr das Setup aufs Qualifying getrimmt hat heute. Das kannst du aber nur machen, wenn das Auto halt so leicht ist, wie es nur geht. Also ich glaube, Ferrari und vielleicht auch Alfa Tauri haben ein bisschen weniger Sprit drin gehabt als Red Bull und Mercedes. Wobei ich immer noch glaube, dass Alfa Tauri in Imola dritte Kraft ist. Also Ferrari ist fast gleich auf, aber ich glaube, gerade im Rennen drin ist Alfa Tauri noch mal ein bisschen besser. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was Gasly für eine Zeiten fahren kann und wenn man dann vergleicht, was Verstappen auf dem Red Bull fahren kann, kann man da locker noch mal vielleicht eine halbe Sekunde abziehen bei gleichen Bedingungen und gleichem Sprit und gleichen Reifen. Das heißt, ich habe Verstappen noch längst nicht abgeschrieben.
Ja, Fakt ist ja auch, das war halt extrem kalt und es kann ja auch sein, dass ja, sich auch die Top-Teams erstmal auch ein bisschen mehr vielleicht an die Bedingungen gewöhnen mussten, andere Teams damit besser zurechtkommen. Werden sehen die nächsten Tage. Ja, dann würde ich wie gesagt sagen, so sind der Ferrari, Alfa Tauri, McLaren und dann Aston Martin. Ja, Vettel sah heute nach dem zweiten Training nicht ganz so happy aus. Sie haben ja sehr viel getestet. Vettel zweimal mit Flowless-Farbe unterwegs im Heckbereich. Sie haben auch einen neuen Heckflügel mit so einer schönen Bananenkurve. Kennt man noch von Mercedes, gibt es 2014 in Spa hatten sie mal sowas ähnliches, aber hatten auch generell schon andere Teams jetzt zuletzt. Ja, aber wie gesagt, trotzdem sah Vettel nicht ganz glücklich aus nach dem Training, obwohl er gesagt hat, das Auto war fahrbarer, er kam besser zurecht. Auch Ottmar Schaffnauer hat gesagt, dass das Auto fahrbarer ist. Die Updates haben gewirkt, aber sagen halt beide, es ist nur ein kleiner Schritt gewesen. Auch Vettel nur auf Platz 15, 1,5 Sekunden hinter der Spitze, Stroll auch nur auf Rang 10, 1,1 Sekunden hinter der Spitze. Also es ist halt überhaupt nicht da, was man ist überhaupt nicht da, wo Aston Martin sein will. Das sind sie auf keinen Fall, aber ich glaube, selbst schnellste Runde ist auch gestrichen worden wegen Kurve 9. Was mir nur aufgefallen ist, anders als in Bahrain, als es heute kalt war und das Auto und die Reifen erst angefahren werden mussten, war er auf Anhieb schneller als Stroll. Was ein Zeichen für mich ist, dass er grundsätzlich mit dem Auto schon besser klarkommt. Ich glaube, er konnte keine Runde ganz zu Ende fahren und es kann sein, dass dieses letzte Ausquetschen, das du brauchst, um ein Auto am Limit zu fahren, da hat Stroll noch einen Erfahrungsvorsprung. Aber Sebastian hat ja selbst gesagt, es gab neue Teile, zum Beispiel neuen Heckflügel, konnte ja jeder sehen, deshalb auch die Farbe, dass er grundsätzlich schon sich wohler fühlt im Auto. 100% nicht, aber wohler als in Bahrain. Und ich denke, das ist erstmal der wichtige Schritt jetzt. Und jetzt muss man weitersehen, dass er nicht viel Zeit hat. Weil der Druck so groß wird, wie ich das eben schon gesagt habe, die englischen Medien und so weiter, ist auch klar. Aber ich denke, er hat das Fahren wirklich nicht verlernt. Man muss jetzt einfach ihm die kleinen Fehlerchen verzeihen, die vielleicht auch aus Überehrgeiz entstanden sind und einfach da Schwamm drüber machen und ihm jetzt einfach die Chance geben, sich normal zu entwickeln unter den Umständen. Ja. Und um was geht es jetzt an diesem Wochenende speziell für Aston Martin, für Vettel? Naja, Aston Martins Ziel ist wahrscheinlich Q3, aber es wird schwer genug. Und selbst Ziel ist auf jeden Fall Q2 und so nah wie möglich keine Fehler machen, also das Auto weiter kennenlernen und so nah wie möglich an Strolls Zeiten ranzukommen. Ja, vielleicht sehen wir morgen, na gut, Überraschung will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber eine kleine Überraschung, dass Vettel Stroll auch schlägt. Wie gesagt, du hast ja auch gesagt, dass Vettel auf Anhieb heute mehrere Male schneller war als Stroll und das war ja auch immer das, was jetzt zuletzt so bei Vettel gefehlt hat und ihm auch Mut geben sollte. Dann sprechen wir jetzt noch zuletzt über den anderen deutschen Fahrer, Mick Schumacher, heute eine halbe Sekunde schneller als Mazepin im zweiten Training. Ja, 2 zu 0 steht es in der Dreherwertung, also 2 Dreher bei Mazepin, keiner bei Schumacher, aber Schumacher sollte jetzt auch nicht mehr die Regel sein. Auch bei Mazepin muss man natürlich sagen, sah jetzt wieder blöd aus, aber wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Er ist halt ein Rookie und er probiert halt direkt das Limit aus. Und ob man 19. ist oder 20., da kann man dann auch ja mal ein bisschen ans Ganze gehen, oder? Wie siehst du das? Also ich finde es ein bisschen unfair, diese ganze Lästerkampagne gegen Mazepin, die tut auch Mick nicht gut, weil heute Morgen hat sich Mazepin zwar auch gedreht zweimal, aber er war 7 Zehntel schneller. Wäre Mick die schnelle Runde zu Ende gefahren, die durch die rote Flagge, ich glaube, es war die rote Flagge, warum er sie nicht zu Ende fahren konnte, hätte er trotzdem wahrscheinlich Mazepins Zeit nicht gekriegt, was ich sagen will. So langsam ist der Russe gar nicht. Und man tut Mick bestimmt keinen Gefallen, wenn man das jetzt so abtut, wie zum Beispiel die Kollegen von Bild so gerne machen und andere, dass sie den Russen nur noch als unfähigen Buhmann sehen und Mick ist der Heilige, dem man jetzt fast verehrungsvoll jeden Schritt verfolgt. Also, da tut man beiden keinen Gefallen mit, aber Mick schon mal gar nicht, denn wenn Mazepin mal einen guten Tag hat und er ist dann vor Mick, was passieren kann, weil er ja auch talentiert ist, dann relativiert sich das Ganze und da schließe ich mich dann nicht an. Okay, ich bin auch mal auf jeden Fall gespannt, morgen Qualifying, wie groß dann der Zeitunterschied ist. Dann hat man es ja wirklich mal auf dem Papier beim Training, ist das ja mal ein bisschen schwierig. Aber du hast auf jeden Fall recht, je schlechter man die Leistung oder je schlechter man darüber berichtet, wie Mazepin abschneidet, also je schlechter man seine Leistung einstuft,
desto weniger achtenswert ist dann die Leistung auch von Mick einzuordnen. Ne? Also wenn er einen gar nicht performt, dann ist es ja nicht schwer, ihn zu schlagen. So wird es dann ja auch berichtet, du hast es ja auch gerade zusammengefasst. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das morgen wird. Ja, ob Vettel in Q3 kommt, ist die Frage, wie weit, ja, wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und, ich muss sagen, Verstappen. Das werden wir morgen alles sehen im Qualifying. Wir sehen uns dann auch wieder in der Quali-Analyse. Macht gerne, wie gesagt, beim Gewinnspiel mit. Einfach abonnieren und einen Kommentar schreiben. Abonnieren lohnt sich sowieso, weil ihr hier ständig coole Interviews seht. In Kürze kommt auch ein geiles Interview mit Sebastian Vettel online. Also bleibt gespannt. Und Ralf, vielen Dank fürs Dabeisein. Das Gerne. war's jetzt hier. Und lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis dann, bis morgen. Ciao. Tschüss.